als Ministerpräsidentin zu vertreten. Noch vor Monaten haben rheinland-pfälzische Kreise neue Mitarbeiter einstellen müssen, um all die Flüchtlinge zu versorgen, die zu uns gekommen sind. Der Kreis Mainz-Bingen hat rund 60 Arbeitsplätze geschaffen. Seit Wochen aber gehen die Flüchtlingszahlen zurück. Was bedeutet das für die neuen Mitarbeiter der Kreise? Endlich ist der Stuhl mal frei. Teilweise sogar ein paar Stunden am Tag. Das war für Sarah Born vor ein paar Wochen nur schwer vorstellbar. Der Stuhl bleibt zwar jetzt leer, weil die Registrierungen, wie gesagt, vorbei sind, aber wir haben jetzt genug andere Arbeit, die wir eben zu erledigen haben, wo wir die Kollegen entlasten können. Vor 3 Monaten haben wir Sarah Born in der Ausländerbehörde in Ingelheim schon einmal besucht. Da war der Stuhl ständig besetzt. Registrierungsstress, Asylantragsteller fotografieren, Fingerabdrücke nehmen, Daten erheben. Das ist jetzt vorbei, denn im Moment kommen weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Behörden sprechen von täglich 20 bis 30, die nach Rheinland-Pfalz kommen. Rund ein Drittel der Erstaufnahmeeinrichtungen im Land, so wie hier am Stegskopf im Westerwald, stehen mittlerweile leer. Also entspannt sich die Lage? Nein, da sehe ich noch keine Entspannungsmöglichkeit. Wir gehen davon aus, dass das auch, was die Integrationsbemühungen anbelangt, auf diesem Level bleibt, weil das zuständige Bundesamt ja jetzt die Entscheidungen in tausenden Fällen treffen muss und daraus auch die weitere Arbeit der zuständigen Abteilungen in den Kreisen noch anhält. Arbeit, die auf Sie zukommt. Sarah Born hat vor einem halben Jahr in Ingelheim angefangen. Sie hat eine von knapp 60 Stellen bekommen, die der Kreis geschaffen hat, um dem großen Flüchtlingsandrang gerecht zu werden. Die 60 Stellen reichen nicht, weil wir für das Jobcenter massiv aufrüsten müssen. Das Jobcenter kann sich ja auf einen weiteren Ansturm einstellen, denn von den 2400 Fällen, die wir hier haben, wird ein großer Anteil, der größte Teil, sicher positiv beschieden werden oder mit Bleiberecht hier bleiben können, sodass sie alle anschließend beim Jobcenter sind. Langweilig wird es Sarah Born also so schnell nicht. Die Flugausreisen werden weiterhin geplant, Passersatzpapiere werden erstellt, wenn keine Pässe vorhanden sind. Solche Dinge. Bis die Flüchtlinge das Land wieder verlassen haben oder in Jobs vermittelt sind, haben die Kreisverwaltungen jede Menge Arbeit, auch lange nach der Registrierung.